Hallo Freunde der Sonne, mein Name ist Ivaldo und herzlich willkommen. Du musst es tun. Zurück zu Batman Arkham Knight. Und Robin möchte, dass wir in diese Zelle gehen. Weil. Die Zeit ist knapp. Weil wir das Blut diesen jungen Herres hier in uns haben. Von Joker. Tut mir leid, aber du musst das tun. Ja, ist ja gut, ich gehe ja schon. Zelle betreten, let's go. Mal gucken, was passiert. Eigentlich will ich das nicht machen, aber ich glaube, wir haben keine andere Wahl, oder? Glaube ich. Ach ja. Und wir nehmen die Maske ab. Wurde doch mal Zeit. Es wird sehr warm darunter. Ja, Bruce, aber es geht nur so. Ich weiß, Tim. Mhm. Ich halte Scarecrow auf. Ist das so? Master Bruce, Ihrem Standort nähern sich zahlreiche Milizen. Es ist der Arkham Knight. Er hat sie gefunden. Ich kümmere mich darum, Alfred. Sind Sie sicher? Es sind ganz schön viele. Ich sagte, ich erledige das. Ich glaube, du solltest uns wieder freilassen, mein Freund. Das. Oh. Natürlich. Du hast mich ausgebildet. Das haben wir, aber das heißt nicht, dass... Ich meine, wir haben schon mal einen Robin verloren. Wir haben schon mal einen Robin verloren und ich will nicht noch einen verlieren. Kann ich hier irgendwas tun? Anscheinend nicht. Was zum Henker? Hallo? Wenn ich mich jetzt drehe und mich zurückdrehe, passiert dann irgendwas. Oh mein Gott, ja, es Keine passiert Sorge irgendwas. Wegen Robin. Ich bin sicher, dass er nicht stirbt. Naja, ziemlich sicher zumindest. Natürlich. Hey, ich habe die Geschichte von Jason Todd nie zu Ende erzählt, oder? Will ich das hören? Hä? Moment mal, wie ist denn... Wie ist die Tür jetzt aufgegangen? Wie ist die Tür... Ja, okay. Wir gehen einfach raus. Oder wir sind immer noch in der Zelle und träumen, dass wir rauskommen. Okay, es wird dunkel. Es wird dunkel. Es gefällt mir gar nicht, was hier passiert. Hast du dem netten Onkel etwas zu sagen, Jason? Oh Gott. Das ist krank. Mein Name ist Jason Todd. Wen hast du? Batman. Ausgezeichnet. Natürlich tust du das. Er hat ihn gebrochen. Hast du das gehört, Bats? Der Bursche gehört nicht mehr dir. Er ist mein. Oh Mann. Ich kann alles mit ihm tun. Hey, ich hab nie gefragt, was ist das große Geheimnis? Wer ist die Fledermaus? Sein Name, sag ihn mir. Natürlich, Sir. Es ist... Petzen mochte ich noch nie. Deswegen arbeite ich lieber allein. Niemand, der einem die Pointe versaut. Solltest du auch mal probieren. Du siehst ja, was passiert, wenn man Freunde mit in unser kleines, verrücktes Spiel reinzieht. Alter. Was für ein Freak. So ist er also gestorben? Einfach so? Ach du Scheiße, Mann. Du kranker Bastard. Okay, ich glaube, wobei, kommen wir überhaupt raus? Ja. Du musst in die Zelle. Es ist die einzig verbleibende Wahl. Moment mal, wir sind doch schon... Was passiert hier? Es wird schon versprochen. Ich stelle das Gegenmittel her. Wir betreten mal die Zelle. Was ist denn hier los? Ich weiß nicht warum, aber ich habe ein Déjà-vu. Okay. Ich mag diese Horrorelemente in diesem Spiel. Ich mag es wirklich sehr gerne. Hi. Okay, Bats. Ich habe dir die Geschichte nicht einfach nur aus Spaß erzählt. Naja, okay. Vielleicht doch. Aber es gibt bei der Fabel von Robin und Clown eine Moral.
Okay, nochmal von vorne. Was denn? Was? Was geht hier ab? Was sollen wir tun? Was? Wo ist er? Wo zum Henker? Okay, ich habe keine Ahnung, wo er ist. Du musst in die Zelle. Es ist die einzig verbleibende Wahl. Okay, irgendwas verpasse ich hier doch. Irgendwas verpasse ich doch. Mit Scarecrow werde ich fertig. Los, die Zeit ist knapp. Was zur Hölle machst du? Das Richtige. Vertrau mir. Ich dachte, ich hätte vorhin was gesehen. Wir können dir helfen. Du musst das nicht tun. Alfred? Du Mistkerl. Du hast die Verbindung abgebrochen. Was passiert hier? Sir, alles okay? Ich habe den Kontakt zu Robin verloren. Wie geht es ihm? Er ist okay. Defektes Funkgerät. Ich bin gerade bei ihm. Gott sei Dank. Ich hatte schon das Schlimmste befürchtet. Mhm. Apropos, der Arkham Knight hat eine Panzerschwadron in die Stadt beordert, um sie abzuriegeln und die Kontrolle wiederherzustellen. Zum Glück ist das angeforderte Upgrade für den Waffengenerator nun bereit. Sehr gut. Danke, Alfred. Das höre ich gern. Robin über Oracle informieren. Ja. Wir müssen. Ich muss dir was sagen. Etwas ist geschehen. Nein. Nicht sie. Sag nicht es. Barbara ist... Sie ist tot. Es tut mir leid. Lass mich raus. Kann ich nicht. Sie haben alle im Visier, die mir nahestehen. Ich bringe dich nicht in Gefahr. Bruce, bitte. Ich muss das tun. Nein. Elender Mistkerl! Du wagst es! Das entscheidest nicht du! Verschwinde von hier! Geh! Wir mussten es ihm sagen. Wir sind sein Freund. Wir mussten es ihm sagen. Wir. Er durfte es nicht von irgendjemand anderem erfahren. Ich fand, das war jetzt die richtige Entscheidung. Ich hätte auch einfach gehen können, oder? Es tut mir leid, Robin. Es tut mir leid, wirklich. Shit. Wo müssen wir jetzt hin? Verlassen. Okay, wir müssen verlassen. Okay, wir gehen raus. Und einmal den Umhang nochmal schwenken. Warte mal einen verdammten Moment. Wenn Henry gegen die verrückte Clown-Krankheit nicht immun war, dann heißt das, es gibt gar kein Gegenmittel. Nein. Du hast den Burschen schuften lassen, obwohl er Barbara hätte retten können. Okay. Alter, mach mir noch ein schlechtes Gewissen, Mann. Das war grausam, egoistisch und hatte schreckliche Folgen. Ach, wenn du es nur ernst meintest. Na los doch. Zeigen wir Gotham mal, wie ein wirklich dynamisches Duo aussieht. Nein, sag nicht, er ist weg. Er ist noch da draußen. Ich weiß es. Batman flieht nicht. Nein, wir fliehen nicht. Findet ihn. Ich finde euch. Alter. Okay. Bevor ich hier irgendwas mache, startet das Batmobil nahe der Merchant Bridge mit einer neuen Sekundärwaffe aus. Das ist es, was wir tun müssen. Aber dafür fliege ich gerade in die falsche Richtung, kann das sein? Da. Davon haben wir hier ja nicht viel. Mann, du immer mit dem Wetter. Hey, wäre doch nett, wenn zur Abwechslung mal die Sonne rauskommt. So. Okay, wir holen uns das Upgrade und dann schauen wir, was wir noch machen können. Aber die neue Sekundärwaffe hätte ich schon sehr gerne. Sehr gerne. So, und wir holen direkt unser Car hier hin. Passt perfekt. Da bin ich mal gespannt, was da auf uns zukommt. Schön scannen erstmal. Die alte Waffe muss raus. Und die neue, verbesserte Waffe muss rein. Waffengenerator MK4. Der Waffengenerator Mark IV ermöglicht es dem Benutzer, Sekundärwaffen zu überladen und ihr Offensivpotenzial somit zu verbessern. Achtung,
Voll aufgeladene Waffensysteme verfügen über eine immense Zerstörungskraft. Gut. Sehr gut. Das wollte ich hören. Da bin ich mal gespannt. Alfred, der Cloudburst. Wie sieht's aus? Der Batwing hat seine Scans der Stadt noch nicht abgeschlossen, doch es gibt keine Spur davon. Gib sofort Bescheid, wenn du ihn hast. Natürlich. Es gibt zwei neue Entwicklungen, die ihre Aufmerksamkeit bedürfen. Erstens messe ich untypische seismische Aktivitäten auf Myagani. Zudem wollte ich Sie wissen lassen, dass ich Lucius seit langem nicht kontaktieren kann. Das ist sehr ungewöhnlich für Mr. Fox. Ein Besuch am Wayne Tower wäre angebracht, um zu sehen, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Das glaube ich auch. Wir werden das machen. Mal sehen. Lucius, ein Freund in Not. Was? Lucius ist in Not? Finde heraus, warum der Kontakt zu Lucius Fox abgebrochen ist. In 2000 Metern. Das ist ein weiter Weg. Ein weiter, weiter Weg. Oh, wir haben hier neue Infos. Sir, in der Nähe von Chinatown wurde Opernmusik vernommen. Eine ähnliche Musik wurde auch am letzten Tatort gespielt. Ja. Es könnte die Handschrift des Killers sein. Das wird es wahrscheinlich sein. Wir schauen uns das an. Die Questline finde ich mit am geilsten. Auch wenn es sehr makaber klingt, aber ich finde das super interessant. Ich will wissen, wer der Killer ist und warum er das tut. Man kann sich Hilfe holen, so viel er will. Sie kann nur auf eine Reise hin. Wird es nicht sein. Das Batmobil wird angegriffen. Ich muss dahin zurück. Was? Treffer! Das geht natürlich gar nicht. Batman hat eine Drohne zerstört. Das war's? Okay, ich höre die Opernmusik. Das macht definitiv mehr Spaß, als Minen in Kuro abzuräumen. So viel ist sicher. Von hier irgendwo. Unter uns? Oh, da ist es. Okay. Failure. Ich habe ein viertes Opfer gefunden. Fürchterlich, Master Bruce. Wir können nur hoffen, dass uns das Opfer Aufschluss über die Identität des Killers gibt. Ja, das hoffe ich doch sehr. Gewebescanner. Wir schauen uns natürlich die, diesen armen Geier in Ruhe an. Was haben wir denn hier? Narbengewebe auf dem Oberarm. Ich erkenne das Muster. Vor 20 Jahren war das ein Ehrenabzeichen unter Häftlingen in Blackgate. Oh. Eine kleine Gruppe Gauner, die sich die Bloodhaven Six nannten. Okay, da haben wir natürlich nur eine Handvoll wahrscheinlich. Schauen wir uns mal die Muskelebene an. Ja, was bist du denn? An der rechten Herzkammer befinden sich Spuren eines Herzschrittmachers. Wenn ich den Hersteller mit der Stimulationsart abgleiche, sollte mir das die Suche erleichtern. Und schon habe ich nur noch 28 Übereinstimmungen, wie man unten links sieht. Reicht nur noch der Knochenbau, der uns die Identität hoffentlich zeigen wird von diesem Opfer. Du Opfer! Das Knie des Opfers zeigt klare Anzeichen einer Knochenverformung. Sklerose an der Gelenklinie weist auf juvenile Arthritis hin. Eine seltene und lähmende Erkrankung. Alfred, okay. Ich habe das Opfer als Franklin Accardo identifiziert. Seine Akte ist eine Ansammlung verschiedenster Drogendelikte. Seit seiner Jugend geht er im Gefängnis ein und aus. In Blackgate saß er für 20 Jahre ein, wurde aufgrund seiner Herzerkrankung aber vorzeitig entlassen. Er zog nach Little Rock, Arkansas. Dort wurde er als vermisst gemeldet. Hast du irgendwas entdeckt, was die Opfer verbindet? Ich kann keine persönliche oder berufliche Verbindung zwischen den Opfern ausmachen, aber jedes verschwand in der Nähe eines Parks oder Sportplatzes. Aha. Finde heraus, ob irgendetwas diese Orte verbindet. Komisch. Sehr wohl, ich kümmere mich drum. Interessant. Ich frag mich echt, was das alles zu bedeuten hat. Die haben nichts miteinander zu tun. Die ganzen Leichen, die Opfer, die werden ja aufgehängt mit Opernmusik. Was? Detektiv, Catwoman erwartet deine Rückkehr ins Waisenhaus schon sehnsüchtig. Okay. Willst du ihr wirklich die Chance nehmen, dein ultimatives Versagen mitzukriegen?
Er ist sehr ungeduldig, wie es aussieht. Riddler machen wir auf jeden Fall noch. Ich schaue nur mal gerade, ob wir hier vielleicht irgendwo was machen können. Pinguin müssten wir auch natürlich noch machen. Das ist wichtig. Davon gibt es auch nicht mehr so viele, ne? Komm, ich suche den hier. Wir haben einen Panzerwagen geortet. Es sind nur noch 3 Milizkommandeure gefangen zu nehmen. Sehr nice. Dann fliegen wir doch mal in die Richtung des Panzerwagens. Schauen uns das mal an. Und dann schnappen wir uns diesen Lauch. So, in der Nähe sollte ich meinen Wagen rufen. Ich werde die Stadt nicht mehr wiedererkennen, wenn wir fertig sind. Wir werden überall sein. Er kann sich dann nirgendwo mehr verstecken. Natürlich. Okay. Okay. Let's go. Jetzt schnappen wir uns den Kollegen. Ja, es ist Batman. Ihr habt keine Chance. Tut mir leid. Ciao. Fuck, Mann. Lass mich in Ruhe. Euch will ich nicht. Gott, ihr Nervensägen. Tschüss. Wir haben echt einen Panzer. Die zerstören einfach alles auf dem Weg. Yes. Okay, nice. Noch drei übrig, hängt euch ein. Komm. Wir hatten noch einen erledigt, und noch zwei übrig. Na los. Treffer. Du willst mich doch verarschen. Das war knapp. Komm schon. Nein. Immer noch nicht. Du kannst mich nicht aufhalten. Alter, wie viel hält denn der aus? Aus dem Weg. Komm schon! Die Raketen können uns nichts anhaben. Das will... Das... Oh mein Gott, da fliege ich da runter. Okay, komm. Haben wir erwischt? Nee, ne? Okay, die Verfolgungsjagden werden immer riskier und anstrengender und länger. Und die halten auch mehr aus. Na komm jetzt aber. Immer noch nicht. Wow. Ein Lieutenant weniger. Viele können nicht mehr übrig sein. Viele sind es auch nicht mehr. Das war echt anstrengend, wirklich. Aber es war nicht schlecht, es hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Und wir sind vom Riddler nur noch 200 Meter entfernt. Ja komm, das machen wir. Selina ist immer noch im Waisenhaus. Gemeinsam werden wir... Wir stehen befreien. Direkt davor. Es ist ja... Wenn das nicht ein Zufall ist... Wenn das nicht ein Zufall ist, dann weiß ich auch nicht. So. Okay, Selina, ich hoffe, wir kriegen das mit dem Rätsel hin. Die Rätsel sind sehr knackig, muss ich sagen. Sehr knackig. Aber wenn man es rausfindet, ist man
sehr zufrieden mit sich selbst. Wirklich. Es braucht nicht viel, eine Katze zu zähmen. Streife das über. Es wird sie schon lähmen. Ist das so, ja? Hey. Du bist zurück. Na klar. Ich sagte doch, ich hol dich da raus. Na, ich weiß. Es ist nur... Geduld. Egal. Lass uns zum nächsten Raum gehen, bevor mein Kopf explodiert, okay? Ich weiß. Das machen wir schon. Wo ist der nächste Raum? Och, kaum zu sehen. Was steht da? Advanced Death Traps. Hm. Also, fortschrittliche Todesfallen sozusagen. Ja, okay. Tja, hallo mal wieder an mein liebstes Komödiantenduo. Hi. Es war eine solche Freude, Rätselkammern für nicht einen, sondern zwei Halbidioten zu kreieren. Mhm. Oh, das ergibt quasi einen ganzen Idioten. Dunkler Ritter, wenn du deine Katzenfreundin verloren und genug um ihren kopflosen Leichnam getrauert hast, können wir das vielleicht wiederholen. Mit Robin. Pass auf. Oder vielleicht deinem verlorenen Sohn in Bloodhaven. Was? Was? Mein verlorener Sohn? Wovon redet er da, Bruce? Wovon? Okay. Rätseltime. Was passiert, wenn ich hier drauf gehe? Kommst du da hoch? Die Decke? Einfach. Cool. Dann los. Wie geht das? Okay. Ich muss schon sagen, das hat was. Ein Rätsel. Kann ein Irrgarten auch ohne Garten noch jemanden irre machen? Noch jemanden irre machen? Was? Was? Was passiert, wenn ich mit ihm? Okay. Keine Angst, dunkler Ritter. Tritt einfach nur ins Licht. Nur ins Licht. Okay, wir haben da hinten so eine. Gilt das jetzt für Batman? Das heißt, ich gehe mal hier drauf. Okay. So, und für sie gilt dann 1, 2, was war das? 1, 2, 3 und dann 1 nach rechts. 2, 3, 1 nach rechts. Weißt du, ich musste ein ähnliches Sicherheitssystem lahmlegen, als ich bei Queen Industry... Oh, vergiss es. Was? Sorry, habe ich sie jetzt unterbrochen? Es tut mir leid. So. Und dann 1 nach rechts. Nein. Hier? Dich zumindest, Detektiv. Ich habe das erwartet. What the fuck? Fast geschafft. Jetzt noch eine Wendung. Eins nach hinten, rechts, zwei nach oben. Nein? Hä? Tat das weh, Catwoman? Gut. So fühlt sich nämlich Dummheit an. Ach so. Eddie, du wirst okay. Dir so dumm vorkommen, wenn ich dich geschnappt habe. So, ist das jetzt richtig? Das scheint richtig zu sein, ja. Mhm. Oh mein Gott, ist das anstrengend. wo stehen wir überhaupt? Wir stehen jetzt hier. Das heißt, zwei rechts, eins nach oben. Eins, zwei, eins nach oben. Okay. Und für Catwoman bedeutet das, wir stehen ganz am Rand. Eins, zwei, drei nach vorne und dann einmal nach links. Fast da, Selina. Mhm. Ja. Das ist ja der Sinn der Sache. So, wir stehen hier. Eins rechts, eins nach oben. Einfach da drauf. Ich bin hier fertig. Okay, cool. Super. Aber ich sehe nichts. Links, oben, links. Links, oben, links und let's go. Okay, ich bin hier fertig. Herzlich.
herzlichen Glückwunsch. Hier ist deine Belohnung. Roboter. Natürlich. Roboter. Was auch sonst. Rot war sie, oder? Na ja, alles klar. Nur die Roten. Bereit? Komm her, mein Guter. Tschüss. So, und blau geht dann auf Batmans Kappe. Nicht rot! Versuch mich zu halten. Bam! Nein, rot! Shit! Bam! Okay. Und tschüss, das war der letzte, ne? Schön, der Schlüssel. Nimm ihn dir. Ich denke, du hast ihn dir verdient. Natürlich. Und die Ehre gebührt natürlich unserer guten Catwoman. Denn Batman würde da nicht reinkommen wahrscheinlich mit seinen stumpfen Fingernägeln. Es ist nur noch ein Rätsel zu lösen, ist das richtig? Fände ich mega. Mal im Ernst, Eddie. Wie lange wird das hier noch dauern? Tja, da ist die Frage. Wie lange dauert das noch? Eigentlich habe ich nur vor, Catwoman zu befreien. Mehr auch nicht. Komm. Komm, Selina, let's go. Ich will hier raus. Das Rätsel war jetzt nicht weiter schwer, aber es war ganz cool. Es war cool aufgebaut. Oh. Wie clever ihr beide euch jetzt fühlen müsst. Wie selbstgefällig. Ach komm, das war jetzt nicht schwer. Ich bin ungern bei diesem armseligen Siegestaumel, aber ich wollte euch wissen lassen, dass ihr euch so bald nicht wiederseht. Was? Catwoman, Batman wird dich hängen lassen, weil ihn unter dem Romulan Fährhafen mein größter Test erwartet. Interessant. Der größte Test? Dann gehen wir doch dahin. Ich hoffe, Batman, du bist... Ja. Sind wir... Lass dich von Riddlers Sprüchen nicht einschüchtern. Eddie ist ein Idiot. Aber ein Idiot, der in der ganzen Stadt unterirdische Todesfallen gebaut hat. Und? Und ich wollte nur sagen, pass auf dich auf. Oh. Du hast uns die Suppe eingebrockt und ich schätze es, dass du sie auch auslöffelst. Aber sei vorsichtig. Das werden wir sein. Das werden wir sein. Wir können noch mal mit dir reden. Joker stirbt, reißt die halbe Unterwelt von Gotham mit sich und ich höre monatelang nichts von dir. Was soll das? Entschuldigung. Na klar, ich weiß, dass ihr euch nahe standet. Aber du musst wieder raus. Neue Spinner treffen. Du kannst nicht ewig trauern. Er hat einiges unerledigt gelassen. Gut, wir gehen. Tschüss. Adieu, meine Liebe. Wir holen dich hier raus. Es ist nur noch ein großes Rätsel zu lösen. Hoffe ich. Okay. Das ist deine Chance bei Catwoman, Betsy. Sie ist verletzlich. Sitzt in einem verlassenen Waisenhaus fest. Mhm. Für mich klingt das nach Romantik. Ja, voll. Ich will gar nicht wissen, was bei dir alles so romantisch klingt. Okay, Riddlers Rätsel ist in 1000 Metern Entfernung. Das ist ein bisschen weit. Wobei Wayne, hier, dieses Lucius Fox-Ding hier, ist auch in 1000 Metern. Pinguin könnten wir auch nochmal machen. Das dauert auch nicht mehr so lang, aber ich würde gerne... Wobei, ich gucke erstmal, wie weit das hier entfernt ist. Dachte, du vermisst mich vielleicht, Bruce. Ich habe einen von Pinguins Trucks. Er steht unten an der Salvation Bridge. Danke. Joker ist immer noch am Labern. Triff dich mit mir am Waffenlager, sobald ich es gefunden habe. Also habe ich sie getröstet. Was? Und bevor ich mich versah, führte eins zum anderen. Wovon redest du da, Mann? Na, du weißt schon. Du Kranker. Wir wollen doch nur, dass du glücklich bist. Hä, wohin? Du solltest dem kleinen Kätzchen sagen, was du fühlst, solange du noch kannst, Betsy. Denn wenn ich deinen Körper übernehme und dich in einer winzigen Ecke deines Verstandes einsperre, töte ich sie zuerst. Okay, hab verstanden. Ich hab ihm nie getraut. Warum auch? Er hat gesagt, die Fledermaus wäre jetzt schon geschenkt. Hat ja prima geklappt. Ich würde gerne auf die Laterne, wenn das geht. Nein, geht das nicht. Batman, funkt
uns schon die ganze Nacht dazwischen. Ich wette. Nein, das will ich gar nicht. Ich will... Huch, was mache ich denn? Randall. Nein, Mann, was passiert hier? Wo ist das jetzt? Pinguin. Dachte, du vermisst mich. Ja. Okay, hier, das Ding wollte ich. Ich habe einen von Pinguins Trucks. Er steht unten an der Salvation Bridge. Danke, mhm. Ich finde ihn zu Fuß. Triff dich mit mir am Waffenlager, sobald ich es gefunden habe. So, Freunde. Hey, ich bin's. Endlich. Hast du das Bier bekommen? Und tschüss! Wer ist denn das eigentlich um das Auto herum? Was zum Henker geht denn hier ab? Ich muss weg, Freunde. Gar keinen Bock auf euch. Wir bleiben einfach oben. Da dürft ja nichts schief gehen. Das ist eine Riesenscheiße, verdammt! Ist der noch hinter uns? Was war das? Ja. Ja, ich bin weg. Ich bin hier am Fahren. Was ist das für ein Geräusch? Was vibriert denn hier? Punkt den Boss an. Frag ihn, was wir tun sollen. Der geht nicht an. Was jetzt? Wenn er uns bis zu den Waffen folgt, sind wir tot. Irgendwas passiert doch da. So, ich will erstmal die hier verfolgen. Ich sehe ihn nicht. Wir haben ihn abgehängt. Endlich. Ja, klar. Hartmeins Hauptquartier. Geh uns schnell zur Basis, bevor er zurückkommt. Alles klar. Ich frag mich, was das hier für ein... Ich wusste, er würde uns nicht erwischen. Natürlich. Er hatte nie eine Chance. Selbstverständlich. Der Pinguin hatte recht, die Fledermaus dreht durch. Boah, was mal. So, ein bisschen müssen wir schon hinterher kommen. Sonst verlieren wir die beiden Kollegen. Die Angsthasen. So. Aber die dürfen mich natürlich auch nicht sehen, ne? Die brauchen aber echt lang. Oh mein Gott. Das rote Licht darf uns natürlich auch nicht erwischen. So. Ja, landen wollte ich jetzt eigentlich nicht. Sag mal, wo fahren die hin? Wir sind schon wieder am GCPD. Haben die ihr Hauptquartier immer woanders oder ist es immer derselbe Ort? Ist ja immer was anderes. Muss ja. Mein Tresor, wir zerstören ja nicht immer wieder denselben Tresor, oder? Das wäre schon ein bisschen läppsch. Okay. Kommt schon, Freunde. Dann braucht ihr noch. So, noch ein bisschen Schwung holen. Ah. Noch sehe ich euch, Freunde. Noch sehe ich euch. Oh, das rote Licht. Ganz geschickt drüber hergeflogen. Oh, ich glaube, sie parken. Ich glaube, unsere Radarkonsole ist defekt oder überempfindlich oder sowas. Was meinst du? Tja, ich glaube, unser Geschütz hat gerade einfach so auf einen Vogel geschossen. Der Pinguin hortet seine Waffen in Gothams Kläranlage. Aha. Wir müssen entschieden zuschlagen, Nightwing. Da bin ich ganz bei dir, Bruce. Okay, dann seien wir doch mal entschieden. Kann ich einfach hier rein? Ja, komm. Wir sind mal kackendreist und gehen durch den Haupteingang. Alfred, der Kühllaster, dem ich gefolgt bin, ist in Gothams Wasserfilterwerk gefahren. Besorge Blaupausen und such mir einen Weg hinein. Sofort, Sir. Nun gut, Sie sollten das Gelände über die Kanalisation unter der Insel erreichen können. Darf ich den Wagen empfehlen? Ich markiere den Standort auf der Karte. Vielen Dank, lieber Alfred. Danke, Alfred. Bester Mann. So, was? Finde einen Weg in Pinguins Waffendepot und zerstöre es. Das tun wir. Was zum Henker? Diamond weg offline. Ja, das wärst du. Aber wie viele sind denn hier schon wieder?
Nee, das ist zu billig. So kriegst du mich nicht. Okay. Er hat die Drohneneinheit in Chinatown ausgeschaltet. Natürlich. So, wo muss ich lang? Da hinten. Let's go. In die Kanalisation. Das sieht nach Kanalisation aus hier. Du stellst hier keine Fragen, du Pfeife. Genau, wie wär's, wenn wir dir die Lippen zusammentackern? Willst du das? Dachte ich mir. Da lang? Sorry. Nur wenn wir dich erkennen, als Einflusser. Batman! Tschüss! Kann ich jetzt hier... Ich muss aussteigen, ne? Okay. Von hier kommen wir dann wahrscheinlich rein, oder? Da brauche ich natürlich meinen Wagen nicht mehr für. Oder ich kann hier irgendwie diese Sperren da rausnehmen. Hier ist aber gar nichts. Hier ist nichts. Was soll ich denn tun? Muss ich doch runter? Moment, was ist das? Klettern. Oder kann ich die Dinger einfach... Was zum Henker tue ich hier? Finde einen Weg im Pinguins Waffendepot und zerstöre es. Habe ich irgendwas verpasst? Irgendwas, was ich noch hier machen kann? Ich habe keine Ahnung, um was es hier gerade geht, was wir hier tun sollen. Ich höre Stimmen, aber ich sehe sie nicht. Okay, da müssen wir hin. Oh, was ist das? Was ist das denn hier? Kann ich das doch machen? Poller. Okay. Die Poller haben wir jetzt also heruntergeholt. Sehr schön. Rein mit uns, es geht weiter. Denn ich muss das Ding hier irgendwie zerstören, wie es aussieht. Was mache ich denn hiermit? Oh. Jetzt können wir hier rein. Okay. So, Freunde. Ich bin gleich da. Okay, hier haben wir so ein paar Kollegen haben wir hier natürlich. Angst-Multi ausschalten. Ich liebe es. Einer nach dem anderen. Tod und Ruhm. Einer nach dem anderen. Wir haben schon sehr viele weggehauen. Finde ich gut. Autsch. Das war nicht so gut. Nee. Das ist doch läppsch. Was war das? Du machst es nicht so einfach. So, erstmal die Mini-Gegner. Mist. Okay, jetzt aber. Lass mich doch erstmal ihn hier umhauen. So. Schmeißt er schon wieder mit Körpern auf mich. Okay, bei dir muss ich den hier machen. Und einfach drauf klatschen. Das haben wir sehr gut gemacht.
Perfekt ausgeführt. Puh, aber ist das der... Das ist doch nicht der Tresorraum. Das ist der Tresorraum. Wo ist denn eigentlich... Wo ist denn... Waren wir jetzt alleine hier? Scheiß drauf. Okay, Explosivgel. Let's go. Mhm, mhm. Nein, noch nicht zünden, denn ich muss erst einmal die Tür schließen. So ist es. Sonst zerbomben wir uns hier gegenseitig und das wollen wir nicht. So. Ja, vorsichtig, das Ding-Tor zumachen. Na los. Sehr schön. So, dann der Roulette-Tisch muss geschlossen werden. Ich wundere mich, dass wir hier alleine sind. Zünden. Tschüss! Gute Neuigkeiten. Ich hab Pinguin. Er ist genau da, wo wir ihn wollten. Wow! Dreister kleiner Bastard. Deswegen ist du er nicht hier. Du hast die ganze Nacht von mir genommen, Batman. Zeit, ein wenig von dir zu nehmen. Ich bitte ja, nicht okay, darum. Mach dir keine Sorgen. Wo ist er? Alfred. Du musst Nightwings Peilsender einsetzen und seine Position für mich orten. Master Grayson befindet sich nicht in Gefahr, oder? Doch. Der Pinguin hat ihn. Oh je, ich habe ein Signal. Er befindet sich an einem Ort in Otisburg. Beeilen Sie sich, Sir. Wir wissen beide, dass Master Grayson gefährlich leichtsinnig sein kann. Ja. Dann sollten wir das in jedem Fall tun. Wir hauen erstmal ab hier. Unsere Arbeit ist getan. Was willst du denn? Erst lässt du Jason Todd sterben. Jetzt tritt der alte Dick seinem Schöpfer gegenüber. Ja. Ich weiß, was du denkst. Du mhm. hast recht. Es ist alles deine Schuld. Ich glaub's ja wohl nicht. Er kann's nicht lassen. Der Gute kann es nicht lassen. So, jetzt ist die Frage. Machen wir das jetzt? Ich würde das schon gerne machen. Ich würde das schon gerne machen. Dann haben wir die Questline auch abgeschlossen, glaube ich, oder? Cool. Wir lassen unser Wagen einfach mal hier. Heiß drauf. Der Knight hat mir noch eine Chance gegeben. Ich werde ihn nicht enttäuschen. Ah, ja, ja. Ich war sicher, dass Batman auftauchen würde. Wieso? Was liegt unten gefesselt rum und wird tüchtig vermöbelt? Ach klar, Nightwing. Ich frag mich... Alfred, ich habe ein fünftes Opfer gefunden. Das hatte ich befürchtet. Oha. Der Mistkerl, was? Es tut mir er leid, aber... Er hat es noch nie mit dem Pinguin zu tun. Mhm. Dachte, er könnte es allein mit dem Boss aufnehmen. Nightwing, du was kriegst das hin, oder? Männer. Du kriegst das er hin, Nightwing. Er hat sich wacker gehalten, das muss ich ihm lassen. Aber Erfahrung ist noch immer Trumpf. Meinst ah, du, der ja. Boss bringt ihn um? Keine Frage, hängt nur davon ab, wie kreativ er wird. Er kann mit seinem Schirm Dinge anstellen, die treiben einem die Tränen in die Augen. Mit seinem Schirm, ich hoffe nicht. So, schauen wir uns den mal an. Das war jetzt zufällig, aber ich will Diese das nicht liegen lassen. Ist relativ frisch und wurde zugefügt, als das Opfer noch lebte. Die Abschürfungen auf den Hautschichten belegen, dass ein Tattoo brutal entfernt wurde. Wow. Au. Das ist aber nicht so schön. Was sagen die Muskeln? Lass die Muskeln spielen. Was ist das denn? Niere? Ich hoffe, Nightwings Zähne fliegen im hohen Bogen. Ich hoffe Diese nicht. Diese Narbe deutet darauf hin, dass dem Opfer eine Niere operativ entfernt wurde. Nur noch das hier aussetzen und das Geld gehört mir. Und was erzählen deine Knochen so? Oh. Metallplatte im Schädel? Ich habe keine Chance, an mir vorbeizukommen. Eine Platte aus Tantal. Eingesetzt, um einen Schädelbruch zu behandeln. Die Verletzung stammt wohl aus einem Boxkampf. Auch die Schwielen auf den Knöcheln lassen darauf schließen, dass es sich um eine professionelle Boxerin handelt. Boxerin? Alfred, das Opfer heißt Ella Montgomery. Oh, yeah, yeah, yeah. Scheint, sie hat ihre Niere einer Zwillingsschwester gespendet, die leider verstarb. Danach verfolgte sie ihre Karriere als Boxerin, wobei sie sich die Schädelverletzung zuzog. Sie verschwand in Huntsville, Alabama. Oh. Stimmen die Details dieses Falles mit den anderen überein? Das tun sie, Sir. Zudem hat der Abgleich der Parks und Sportplätze Ergebnisse zutage gefördert. Ich habe einige Mietdokumente entdeckt, die offenbar gefälscht wurden. Jemand versucht, seine Spuren zu verdecken. Mhm. Finde heraus, was du kannst, Alfred. Wir konnten diese Morde nicht verhindern, doch der Mörder wird nicht aufhören. Andere können wir noch retten. Dass das niemand gesehen hat hier, dass hier Leichen aufgehangen werden?
Ich hoffe, dass wir das irgendwie herausfinden, wer der Mörder ist und ihm das Handwerk legen. So, jetzt aber Nightwing. Thank you.